Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rainbow Six Siege auf der neuen Map seit dem letzten Patch. Mit dabei ist wie immer Jenrik. Guten Abend. Hi. Die Map ist interessant, muss ich sagen. Sie ist ja sehr pappwendig, halt wie fucking Favelas. Aber beim ersten Mal, wo wir sie gespielt haben, fand ich sie an sich, sie ist halt linearer. Das heißt, irgendwie angenehmer zu spielen und man kann halt nicht so ultra krass irgendwie rausschießen, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Ich finde sie jetzt halt nicht so scheiße, aber sie ist halt auch, ja, sie ist halt schon sehr pappwendig und sie ist auch wieder sehr verwinkelt irgendwie. Teilweise, weil dann immer, hier muss doch eine Treppe hin und da wird noch ein bisschen geschnörkelt oder so und hier, er hat sie, wir spielen zum dritten Mal, weil wir die Lobby nicht verlassen haben. Voll krasser Dude, ey. Hat mich auch als zu voll ist das hinzugefügt. Ja, finde ich halt nice, weil das ist das Zusammenspiel, da wollen wir ja. Ja, sind ja gerade nicht meine besten Spieler, aber finde mich halt nice, ne? Also muss man ja mal sagen. Immerhin einer, der nice findet. Ja, ist halt echt so. Was willst du da auch großartig machen? Solange wir nicht Favela spielen, ist eigentlich alles in Ordnung. Hauptsache alles, so geht's gut. War ja dieser Huhn so, ne? Ja, kannst du das auch schon nicht mal hören. Ich finde das so unlustig, ne? Ich glaube, das ist eines der unlustigsten Dinge, die ich überhaupt 2016 gehört habe. Ja, am Anfang war es doch gerade witzig, so ganz am Anfang, so ganz am Anfang, weiß ich nicht. Da war es auch schon nicht witzig. Du bist nicht witzig. Ja, viel interessanter finde ich, dass der... Böse eigentlich, aber was... Oh. Was für die Ironie, dass der Dings von Last Christmas einfach gestern gestorben ist, ey. Oh, weh. Diese Ironie einfach nur des Schicksals, das ist doch nicht mehr normal. Hahaha, ist das witzig, der Typ ist gestorben. Es war sein Last Christmas. Oh, Mervin, ey. Ja, ich finde das ironisch, du nicht? Ironie des Lebens, Mervin kommt in die Hölle, wissen wir alle. Ja, das ist doch Ironie des Lebens. Ja, und wir wissen alle, dass du in die Hölle kommst. Tja, ich komme sowieso in die Hölle. Wobei man ja sagen muss, es gibt eh keine Hölle, von daher ist es eh egal. Es gibt ja auch keinen Himmel. Wir werden alle wiederbelebt, ich komme als Stein wieder. Naja, kannst genauso produktiv sein wie jetzt schon, ey. Das ist halt echt so. Mann, Katze, kannst du mal mein Kabel von der Maus in Ruhe lassen? Blasch. Nein! Ins Gesicht. Das sieht aus wie ein Holzhammer hier. Ist einer vom Dach gefallen? Ja, kann gut sein. Ich weiß nicht wo. Da. Ja, ja, du bist auf Kopf drauf, aber das interessiert dieses Scheißspiel nicht. Nein, das interessiert dieses Scheißspiel einfach nicht. Ja, genau. Ach, Katze, hör auf jetzt! Die Einschusslöcher sind direkt davor, aber es war kein Headshot. Tut mir leid. Ich hab einen markiert. Ist einfach ein Loot. Oh. Wen hast du da geheilt? Mich selbst. Warst du down? Hm? Genau, wenn du da rechts runter guckst, war die Hibana. Ich weiß. Da. Scheiße. Ja, ist halt genug. Ja, das war aber die Twitch. Letzter verbleibender Gegner. Boah, die 5-7, die einfach 7 Trillionen Schuss hat, ey. Ich komm sofort wieder. Er springt. Nice. Das war nice. Microphone activated. Das war nice. Das war nice. Das war nice.
Das war nice. Ja, ich schnauze. Deine Mutter hält die Schnauze. Ich habe schon seit Tagen einen Battlefield 42 Themen-Song im Kopf, Ohrwurm. Warum habe ich die ganze Zeit so ein... Ich meine, welche Häuser haben eigentlich überall unten auf Fußhöhe diese Lüftungsschächte, wodurch ich so ultra ziehen muss in diesen Häusern hier? Musst du einfach das irgendwie recht zu spielen. Ja, irgendwie muss man das ja machen, ne? Macht ja keinen Sinn. Aber... irgendwie muss das ja gemacht werden. So ist das. Ja, einfach easy erster, kein Frack gemacht, aber Geisel gefunden und 10.000 Leute gespottet. Gewichtet. So, mal gucken, jetzt sind sie doch wahrscheinlich irgendwo Kameras draußen. Scheiß auf Kameras, YOLO Swag. YOLO Swag. Das Swagger-Lot. Spiele ich ja nicht für einen komischen Dude. Okay, ich hab eine Schalldämpfer auf meiner Waffe. Halt entdeckt, erster Stock. Ich hab eine Kamera gut gemacht. Ich bin fast tot. Er sitzt, Achtung. Das war ja gelockt. Was ein Lauch, Alter. Hab ich mal einfach easy durch die Wand gesnackt. Magazinwechsel. Drohne wurde eingesetzt. Ist das jetzt gewesen? Ja, okay. Ich hab Lex. Ja. Ultra Lex gehabt auf einmal. Hört mich das rein. Die hier komischen Anführungszeichen sehen hier richtig komisch aus im Spiel, ey. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Schutzplatten einsetzen. AVS platziert und einsatzbereit. Die Position der Geisel ist vereinfacht. Keine Ahnung. Also wie ich gerade... hier draufgegangen in letzter Runde. Ich sehe einfach in der Kamera, dass der Typ dann um die Ecke steht. Dann schieße ich
hat niemand gesehen. Ich habe diesen Bug gehabt und habe mit dem Bug mit der Schrotflinte auf ihn geschossen. Ja. Schießt mir einfach mitten im Brustteil, es macht nicht mal 50% Schaden. Und er killt mit zwei Hits aus seiner Jäger M4 oder was er hatte, keine Ahnung. Das war wieder einfach nur die Krönung, ey. So ein Bullshit. Oh, hier ist sieben Dings ganz schön fies, ey. Wird hier richtig dunkel. Ist ganz schön dunkel, ne? Ja, da wo die Geisel ist. Ja, hier siehst du echt nicht so viel. Achso, er ist oben auf dem Dach. Oh, nice. Ach, keine Ahnung, wo er ist. Hinter dir, Wadi. Hab sie. Wechsle Magazine. Danke. Ich bin ultra low. Schwachsinn, Alter. Läuft gerade. Es ist still. LOL. Wo ist er jetzt gewesen? Ach, über mir, da kann man rein, das wusste ich gar nicht. Ja, guckst du jetzt an. Guck es dir da wieder an, das Timing, Mann. Ach komm. Ach so, er war im Raum. Das hat man bei mir gar nicht mal gesehen. Bullshit, ey. Meine Fresse, die Gegner brauchen 10 Jahre, um eine Aktion zu machen und dann lassen sich vorher alle wegschnecken, ey. Ja, ich wusste halt nicht, dass man halt bei mir da oben rein konnte. Das war dumm. Ja. Er nimmt auch nur Sledgehammer die ganze Zeit diesen scheiß Kinderfahrt, ey. Und das nimmt deshalb die ganze Zeit Sledgehammer einfach nur. Mhm. Ich meine, wenn man 15 Euro dafür ausgibt. Verstehe das schon, weißt du, wenn du halt dafür einen Skin hast oder was, einen coolen, dass du den dann auch benutzen willst, keine Frage. Aber es ist halt echt so, weißt du, er hat halt den Skin dafür und dann benutzt er halt auch die ganze Zeit den Dingens. Ja gut, wenn er halt den generell spielen mag, dann ist das halt... Ja klar. Hab ich jetzt die Geisel gefunden? Nein, ich stand ja nur daneben. Ich stand ja nur auf der Geisel gefühlt. Oh, ist ja cool. Ich weiß gar nicht, ist sie hier? Ja, da ist sie. Ja. Ist okay, ich starte daneben. Oh, Geisel tot. Die Geisel lang geschossen. Hat er echt? Ja. Ist nur einmal so angedutscht, aber trotzdem. Kann auch zum Nachteil für uns sein, ne? Prinzipiell natürlich schon. Hab keinen Bock, den fucking Thermite zu spielen, ey. Willst du gerade? Ja.
Meine Fresse, unser Mate ist auch schon wieder tot, ey. Wow. Soll ich das gucken? Ja, ich hab einen Schnitt, aber ist okay, ich bin trotzdem One-Shot. Danke. GG Ubisoft, GG einfach nur. Ist okay. Wofür habe ich denn bitte dieses Scheißschild? Ja. Bist du von der Frost gestorben? Nein, ich bin vom Jäger gestorben. Ich bin von der Frost gestorben, die draußen war. Ja, einer fällt vom Dach. Wie das einfach nur so, so unfassbar schlecht manchmal, ey. Ich guck einfach in den Raum rein, der Jäger guckt mich an, klack, ich bin weg. Ja, hab ein Schild vor mir gehabt, aber gut. One-shotted hab ich halt nicht Schild. Kann man ja machen. Das ist nicht meine Runde. Das ist einfach eins so schlecht, einfach nicht mit. Aber ich eins hier bin erster. Die Runde ist einfach der eine bei den Carrot, die einfach so krass. Guck mal, sind sogar zwei Leute. Ach, das ist gefühlt nach 4 Schüssen down. Ja, voll wenig. 4 Schüsse. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Also ich habe nicht gesehen, dass er das kaputt geschossen hat. Er... Ja. War halt einfach tot. Jetzt ein Döner. Ja. Das Gefühl, bei den Gegnern bringt Frost nicht so viel. Mal, weil das nicht so ultra-retard sind. Ja. Na, ja, schalten wir auch so. Weil ich auch teilweise einfach nur viele Kills haben will. Es muss ja nicht mal sein, dass die so sein, dass sie gut sind. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinlegen soll, ey. Das ist gerade richtig schlimm. Was ist das denn? Ach komm. Ich verstehe das Spiel nicht. Das Spiel macht einfach keinen Sinn. Wo sind denn jetzt? Komm, Erwin, da vorne an der Wand habe ich 2 Batterien hingetan. Die sind beide weg. Und der Thermite, was geworfen hat? Die haben ja einen Thermite. Nein, nein, die waren schon weg, bevor die hier eingebrochen sind. Also scheinbar hat irgendwer aus unserem Team Scheiße gemacht oder so. Ich wurde entdeckt. Drohne ist kaputt. Ich spiele irgendwo eine fucking Drohne, okay. Er ist in die Falle rein. Ist nice. Down. Man kann da ja so lächerlich durchsprayen. Schön. Hier bei mir. Mir auch. Einer ist verletzt.
Von mir hier ist einer. Mhm. Hier ist der Kapital. Es macht keinen Sinn. Er guckt in eine andere Richtung bei mir. Scheiße. Da hatte ich nicht mal die Reaktion zu schießen, auch wenn ich drauf war. Oh, fuck, Mann. Siehst du, da gucke ich ihn an und dann kriege ich nicht mehr die Reaktion. Scheiße. Ich habe ja verloren. Na gut. Ich nehme die Runde. Auch wenn wir verloren haben. Man kann derzeit nicht immer gewinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss.